Hallo und willkommen zu Gentlemen at Play. Heute gibt es wieder ein Bastel- und Bemal-Tutorial. Und zwar habe ich von War Machine aus der Cygna-Fraktion diesmal den Leuchtkäfer bemalt. Auf Englisch Firefly. Vor galvanischer Energie knisternd und tödliche Schläge von Elektrizität, welche Lichtbogen schlagen, entfesselnd, ist der Leuchtkäfer zur Unterstützung von Sturmschmieden und elektrisierten Sturmrittern entwickelt worden. Er gehört zu den am weitesten entwickelten Warjacks, welche heute über die Schlachtfelder des westlichen Imoren schreiten. Zudem ist er der Höhepunkt von Jahren sorgfältiger Forschung und Entwicklung. Heute geht es nun also um den Leuchtkäfer, einen leichten Cygnar Warjack, wie er zum Beispiel der Two-Player-Battlebox von War Machine beiliegt, die ich euch ja auch in meinem letzten Video vorgestellt habe. Aber bevor wir uns den Einzelteilen widmen, schauen wir gemeinsam zunächst einmal in den Einführungsleitfaden für die Cygnar, der auch in der Two-Player-Battlebox enthalten ist. Denn da finden wir neben vielem anderen nützlichen Informationsmaterial auch eine Abbildung, wie man sich den Leuchtkäfer auf dem Schlachtfeld vorstellen muss, mit diesen elektrischen Blitzen um sich werfend. Und einige Seiten weiter gibt es diese Figur auch noch einmal tatsächlich zusammengebaut und bemalt, hier rechts neben seinem Warcaster. So ungefähr könnte also unser Leuchtkäfer einmal aussehen. Nun denn, dann schauen wir einmal hinein, was sich hier in diesem Tütchen befindet und aus welchen Teilen wir diesen Warjack also zusammenbauen werden. Da haben wir selbstverständlich zunächst einmal das Base. Das ist ein mittleres Base, auf dem er einst stehen wird. Und stehen wird er dort natürlich auf seinen Beinen. Logischerweise gibt es hier also ein linkes und ein rechtes Bein dieser Kampfmaschine. Die Beine werden dann sicher hier irgendwo an diesem großen Torsostück befestigt werden. Das muss ich mir natürlich noch genauer anschauen, wo da was hingehört. Aber dieser große Plastikklumpen enthält schon viel von der gesamten Miniatur. Dann haben wir hier so einen Gussrahmen, in dem sich noch Einzelteile befinden, die wir wohl heraustrennen müssen. Ich mache das mit meinem bewährten Clipper, mit meinem Seitenschneider hier. Und werde dann die Teile natürlich auch einmal einzeln in Augenschein nehmen, um zu sehen, was es eigentlich ist, was ich da jetzt abtrenne. Bei diesem Objekt handelt es sich ganz offensichtlich um den Kopf und der wird natürlich an der Vorderseite hier später einmal am Torso festgeklebt. Das ist der rechte Arm, der diese lanzenartige Waffe trägt. Sie ist vorn ganz schön verbogen, das werden wir richten müssen, aber das bekommen wir auch in den Griff. Das ist der linke Arm, der gleich aus so einem elektrischen Blitzschleudergerät besteht. Ich muss noch einmal auf der Karte nachschauen, wie sich das fachmännisch tatsächlich nennt, aber das kommt natürlich auf die linke Seite hier direkt an den Torso heran. Dann haben wir hier Auspuffrohre für den Ofen oder Boiler, mit dem ja der ganze Warjack letztendlich betrieben wird. Die werden sicher hier oben dann ihren Platz finden. Und nun habe ich hier noch so ein rundes Teil und ein Gestänge mit einer Hydraulik dran. Ich vermute, dass das irgendwie mit dem rechten Arm kombiniert werden muss, um diesen dann auch mit dem Torso verbinden zu können. Wie das genau zusammengehört, das werde ich mir natürlich in aller Ruhe erst einmal anschauen müssen. Die erste Aufgabe wird nun darin bestehen, die überflüssigen Plastikteile und Gussgrate zu beseitigen. Wir sehen zum Beispiel hier, am Torso, da ist auf jeden Fall etwas, was man abschneiden, abschaben muss. Oder auch hier auf der Seite, da hängt noch ein ganzes
Teil vom Gussrahmen dran, das gehört natürlich nicht dazu. Und so sind über die Figur verteilt alle möglichen Teile, an denen man erst einmal ein bisschen schaben und kratzen muss. Hier habe ich das nun gemacht und auch die Teile anschließend in Seifenwasser noch gereinigt. Und jetzt schaue ich einmal, inwieweit ich die Figur zusammenbauen kann, sodass einerseits möglichst nicht zu viele Einzelteile zu bemalen sind, aber zum anderen eben doch alle Stellen des Modells für den Pinsel gut erreichbar sind. Die Beine kann man auf jeden Fall, denke ich, hier dann tatsächlich schon einmal fixieren und ankleben, denn auch so kommt man eigentlich überall ganz gut heran. Es dürfte auch kein Problem sein, die Figur auf dem Base zu fixieren und auch den Kopf an den Torso zu kleben, denn das behindert das Malen jetzt sicher nicht irgendwie in irgendeiner Form. Das gleiche gilt dann noch einmal für den Schornstein. Den kann man sich ja auch problemlos schon im Vorfeld dort auf den Rücken kleben. Aber bei den Armen werde ich das nicht machen, die lasse ich separat, denn wenn man die anklebt, dann kommt man schlecht an die Beine ran, beziehungsweise von der anderen Seite schlecht an die Waffe, wenn man sie bemalen möchte. Das wird also erst einmal separat bleiben. Bei dem rechten Arm ist es tatsächlich so, wie ich gedacht habe, dass dieses Hydraulikteil hier in diese runde Form gehört und diese dann wiederum an die Hand des Armes. Diese drei Teile werde ich zu einem zusammenkleben. Ich habe auch die Spitze hier gerade ausgerichtet, einfach indem ich die Plastik in warmem Wasser erhitzt habe. Hier sind nun die Teile soweit zusammengeklebt und auch schon grundiert. Das habe ich mit Vallejo Surface Primer gemacht, einem Grundierspray, und zwar diesmal in der Farbe Grau. Und wie es manchmal so ist, so fallen einem erst nach dem Grundieren noch Problemstellen auf. Ich zoome mal etwas dichter heran, damit wir das sehen können. Hier am Fuß zum Beispiel, da gibt es noch einen Gussgrat, der entfernt werden muss, der hier also quer hinüberläuft. Und hier oben auf dem Schulterpanzer gibt es eine Stelle, wo die Plastik nicht glatt ausgehärtet ist, sondern solche Rillen hinterlassen hat. Die müssen wir auffüllen. Das mache ich mit Masilla Plastica von Vallejo. Dabei handelt es sich einfach um eine Spachtelmasse, eine Füllmasse. Das ist so eine weiße, cremige Substanz, die ich mit einem Zahnstocher aufnehme und dann über die fragliche Fläche verteile und etwas reibe und drücke und auf diese Weise also versuche, die feinen Rillen, die sich in der Plastik befinden, aufzufüllen. Als ich mit dem Ergebnis zufrieden war, habe ich mir nun auch noch die Gussgrate dort am Fuß geschnappt und, wie bei den übrigen Teilen bisher auch schon, mit Hilfe eines Bastelmessers abgeschabt. Nun sind die Teile soweit vorbereitet, dass ich direkt mit dem Bemalen beginnen kann. Und ich habe mir Gedanken gemacht, womit ich beginne. Ich dachte, ich nehme mir zunächst einmal die silbernen Metallteile vor und bemale die mit LED-Belcher. Denn viele dieser Teile liegen im Inneren der Figur sozusagen, sind also leichter zu bemalen, wenn man damit beginnt. Ich hole mir also etwas von dem LED-Belcher auf meine Palette, verdünne das mit ein wenig Wasser und trage diese silberne Farbe dann überall da auf, wo ich später einmal gern silbernes Metall haben möchte. Zum Beispiel hier oben an den Schornstein. Nachdem ich alle Silbermetallteile bemalt habe, schnappe ich mir den nächsten dominanten Aspekt an der Figur. Das ist das Blau. Ich benutze Model Color Prussian Blue, um hier alle Teile mit Blau anzumalen, die ich gern blau hätte. Auch hier wieder etwas Farbe auf die Palette, die Farbe mit ein wenig Wasser verdünnen und dann geht es direkt ans Bemalen. Wie ihr sehen könnt, deckt die blaue Farbe auf dem grauen Untergrund sehr gut. Es gibt eine schöne, einheitlich blaue Fläche. Ich werde aber dennoch, wenn das Blau getrocknet ist,
alle blauen Teile noch mit einer zweiten Schicht Blau versehen, um wirklich eine richtig schön einheitliche Färbung zu erreichen. Hier habe ich das nun gemacht und wir sehen, das Blau ist jetzt wirklich eine schöne, kräftige Farbe hier an dem Modell. Die dritte wichtige Farbe am Modell ist Gold und das grundiere ich mit Retributor Armor. Ich hasse diese furchtbaren Namen der Citadel-Farben. So seltsam die Farbe auch heißt, so gut lässt sie sich verarbeiten und deckt also auch hier auf dem grauen Untergrund hervorragend. Alles, was also Gold werden soll, kann man mit dieser Farbe zunächst einmal sehr schön grundieren. Nachdem nun auch das Gold angemalt wurde, sind alle Stellen am Modell mit Farbe bedeckt, sind mit ihren Grundfarben ausgestattet worden. Worum es jetzt gehen wird, ist nun noch diese seltsamen elektrischen Teile anzumalen, die ja solche Blitze um sich schleudern sollen. Und wir können hier noch einmal uns das in dem Heftchen anschauen. Dort ist das ja sehr dramatisch gezeichnet und natürlich sehr eindrucksvoll mit diesen Blitzen, die hier in alle Richtungen streuen. So etwas kann man natürlich in dieser Form in dem Modell nicht wiedergeben, aber wir können versuchen, dort so etwas wie eine glühende, funkende Atmosphäre zu schaffen. Ich habe diese Teile auch zunächst einmal noch unbemalt gelassen, werde das jetzt aber nachholen. Und ich benutze zunächst einmal Vallejo Game Color Turquoise, um mit einem dunklen Türkis alle diese Bereiche, die dann so elektrisch funken sollen, zu grundieren. Übrigens heißt dieses Gerät, diese Waffe an der linken Hand der Feuerfliege Sturmsprenger, wohingegen die Lanze Elektroglewe genannt wird. Aber wie die Waffen auch heißen, es gibt an beiden solche elektrischen Teile, die Funken sprühen sollen und die werden jetzt auch erst einmal mit diesem Turquoise bemalt. Anschließend nehme ich mir etwas Weiß und setze ein wenig davon neben meinen Turquoise-Tropfen auf der Palette, mische diese beiden Farben miteinander und erzeuge somit ein deutlich helleres Türkis. Und mit diesem bemale ich die elektrischen Bauteile nun noch einmal. Allerdings lasse ich einen Teil der dunklen Farbe, des dunklen Türkis, übrig und male also diesen helleren Bereich etwas schmaler an. Hier in den Vertiefungen und auch bei den Bereichen, wo es solche erhabenen Röhrenwindungen gibt hier, wird nur am oberen Bereich mit der hellen Farbe gearbeitet. Links und rechts davon bleiben dunkle Bereiche übrig. Anschließend wiederhole ich diese Prozedur, indem ich noch ein wenig mehr Weiß in das Türkis mische, dadurch also eine noch hellere Farbe erzeuge und mit der dann auch wieder einen noch schmaleren Bereich anmale. Wenn ich damit fertig bin, mische ich mir eine Lasur, indem ich Enchanted Blue, eine blaue Farbe, benutze und dieser dann Lamian Medium beisetze. Das ist letztendlich so eine Art Verdünnung, eine Farbe ohne Pigmente. Ich erzeuge dadurch eine sehr wässrige, wenig deckende Farbe, mit der ich alle diese Elektrobereiche noch einmal anmale und auf diese Weise alles so in ein blaues Licht bringe und die einzelnen Farben miteinander verbinde. Als letzten Schritt für die Bemalung der Elektroteile trage ich nun noch vereinzelte Highlights mit purem Weiß auf, also wirklich an ganz herausragenden Stellen dünne weiße Linien, die tatsächlich die obersten Bereiche sozusagen funkeln lassen sollen.
Nachdem ich anschließend noch alle Metallteile rund um diese Elektrobereiche bemalt habe, sieht es nun so aus. Das hier wäre also der Sturmspringer, das heißt die linke Hand, und das hier die Elektroglewe in der rechten Hand der Figur. Nun geht's ans Schattieren der Metallteile. Ich benutze Nullenäu für die silbernen und Agrax Earthshade für die goldenen Bereiche. Ich schüttle meine Shades oder Washes, kann man dazu ja auch sagen, zunächst einmal. Und in dem Fall jetzt trage ich das Nullenäu auf alle Bereiche auf, die mit silberner Farbe bemalt worden sind, um dort Schatten in den Vertiefungen zu erzeugen. Nachdem ich das bei den Gold- und Silberteilen gemacht habe, sieht die Figur so aus. Jetzt geht es darum, auch die blauen Bereiche noch zu schattieren. Das mache ich mit Drakenhof Nightshade. Allerdings im Unterschied zu den Metallteilen nicht in der Art, dass ich die gesamten blauen Bereiche damit einpinsele, sondern ich nehme mir einen sehr feinen Pinsel und auch nur wenig von dem Wash oder von dem Shade. Und bemale damit sehr gezielt und vorsichtig nur die Bereiche, die tatsächlich Vertiefungen darstellen oder Schatten aufweisen sollen, wie zum Beispiel hier diese Stelle, an der die beiden Metallplatten aufeinander stoßen. Da haben wir eine Vertiefung. Oder auch hier um diese Niete herum, einmal rundherum, wird das Shade aufgetragen. Wie gesagt, im Unterschied zu den Metallteilen geht es nicht darum, alles damit anzupinseln, sondern ganz gezielt die Bereiche, die tatsächlich dann einen Schattenwurf aufweisen sollen, die also dunkler sein sollen als der Rest. Nun sind alle Bereiche mit der Grundfarbe versehen und anschließend schattiert. Alle silbernen, alle goldenen und auch die blauen Bereiche. Und worum es jetzt gehen wird, ist die relativ dunkle Färbung, die durch die Schattierung ja erzeugt wurde, wieder etwas aufzuhellen. Bei den goldenen Bereichen mache ich das mit Auric Armor Gold, bei den silbernen mit Model Color Natural Steel. Auch hier kommt es wieder darauf an, nicht die gesamte Fläche anzumalen, sondern jetzt aber die Bereiche, die an der Oberfläche liegen, auf die also vor allem das Licht fällt. Das heißt zum Beispiel bei diesem Kessel hier, die Oberseite ist natürlich etwas, was von der Sonne bestrahlt würde und was also dann natürlich auch reflektieren würde. Aber auch in anderen Bereichen der Figur werden eben nur die nach außen zeigenden Oberflächen bemalt. Also zum Beispiel hier bei diesem Teil am Kopf geht es wirklich darum, nur die Fläche damit mit diesem hellen Gold zu bemalen und vorsichtig um die Vertiefungen herum zu pinseln, denn in denen befindet sich ja der Shade und verleiht ihnen einen schönen Schatten. Bei diesem Schulterpanzer hier ist die Sache noch ein wenig kniffliger. Denn hier muss man sich bemühen, mit der Farbe zwar die Oberfläche der Metallteile zu treffen, auch die Nieten zu treffen, aber eben um die Nieten herum zu pinseln und auch nicht bis ganz an den Rand zu gelangen, damit da ein Streifen Schatten übrig bleibt. Aber hier außen am Rand kann man mit der flachen Seite des Pinsels entlang gehen und auf diese Weise das leicht einfärben. So sieht es nun aus, nachdem die Metallteile, die silbernen und die goldenen, ihren Glanz wiederbekommen haben. Jetzt widmen wir uns noch den allerletzten Highlights und dafür benutze ich Mithril Silver, ein sehr strahlendes Silber, das man natürlich auch von anderen Herstellern in ähnlichen Varianten bekommen kann. Dieses wird nun nur auf die wirklich ganz herausragenden Teile aufgebracht, das heißt hier an den Kanten entlang, bei diesem Schulterpanzer zum Beispiel, oder auch auf den Nieten, auf der Oberseite der Nieten jeweils ein kleiner Punkt. Das ist insofern also eine Art Simulation von reflektiertem Licht und das betrifft dann also wirklich nur sparsame Bereiche. Hier habe ich das nun gemacht. Wir sehen sowohl an den silbernen als auch an den goldenen Bereichen sind jetzt also auch diese letzten
Highlights mit diesem strahlend hellen Silber aufgebracht worden. Und nun geht es darum, auch bei den blauen Bereichen das zu machen. Ich nehme Ice Blue, ein sehr, sehr helles Hellblau, um auch dort so ein Kanten-Highlight, so ein Edge-Highlight zu setzen. Das ist wieder eine Sache, die ziemlich viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert. Ich zoome mal etwas heran hier, um das bei diesem Bein zu zeigen. An den Kanten entlang ist es nicht weiter schwierig. Da kann man mit der flachen Seite des Pinsels entlang streichen und kriegt auf diese Weise eine schöne, glatte Linie. Auch nicht schwer ist es, bei den Nieten immer so einen kleinen Punkt in deren Mitte zu setzen. Komplizierter wird es in den Bereichen, zum Beispiel auf der Oberseite des Vortex, die gewundene oder gebogene Bereiche haben, wo man also dann auch freihand dünne Linien mit diesem Hellblau zeichnen muss. Hier habe ich diese Fitzelarbeit nun beendet und wir sehen überall an der Figur diese feinen Linien. So viel Mühe das auch kostet, so sehr zahlt es sich meiner Meinung nach auch aus. Einerseits sieht es gut aus, aber andererseits unterstützt es eben tatsächlich sehr unser Auge, wenn es darum geht, die Figur aus einer gewissen Entfernung zu erfassen, ihre Konturen richtig wahrnehmen zu können. Und dieser unterstützende Effekt sorgt dann eben auch dafür, dass wir das Gefühl haben, dass die Figur gut aussieht. Da dafür aber ziemliche Detailarbeit nötig ist, ist das etwas, was man schwer vor der Kamera machen kann. Auch hier zum Beispiel, diese Anzeigen an dem Boiler hier sind so klein, dass ich die lieber außerhalb der Kamera bemale und euch nur das Ergebnis zeige. So sieht's nun aus. Ich habe die Anzeigen einfach weiß grundiert und die Zeiger mit roter Farbe bemalt. Jetzt haben wir soweit im Prinzip alles fertig. Wir können nun an den Zusammenbau der Figur denken. Da die Stelle, an der die Arme jeweils an den Torso geklebt werden, keine besonders große Fläche hat und insofern vielleicht auch der Kleber da nicht so besonders gut hält, habe ich mich entschieden, diesmal die Büroklammerstücke nicht aus den Armen zu ziehen, sondern sie mit meinem Seitenschneider nur abzuschneiden, sodass noch ein Stück Draht jeweils in dem Arm drinsteckt. Den kann ich dann benutzen, um den Arm an den Torso zu stiften. Das heißt, ich entferne jetzt erst einmal die beiden Arme von ihren Halterungen, sodass immer noch ein Stück Draht mit drin steckt. Nehme mir meinen Handbohrer, suche mir die Stelle, an der der Arm am Torso befestigt werden soll und bohre an der entsprechenden Stelle ein Loch in den Torso, in den ich dann den Draht stecken kann, der derzeit eben auch im Arm drin ist. Wenn ich das nun noch mit dem Sekundenkleber festklebe, dann ist das deutlich stabiler, als wenn ich nur die Arme einfach so an den Torso geklebt hätte. Hier ist nun alles soweit fertig, alle Teile sind montiert. Das Einzige, um das ich mich jetzt noch kümmern muss, das ist das Base. Hier vor allem erst einmal um diesen Schlitz im Base, denn der würde das erschweren, das Base zu gestalten. Gott sei Dank gibt es Streichhölzer, die sind perfekt geeignet, um solche Schlitze zu verschließen, denn sie passen exakt da hinein, als wären sie dafür gemacht. Das Einzige, was man natürlich nur noch machen muss, ist, diese Streichhölzer auf die richtige Länge zurechtzustutzen, aber das geht mit einem Seitenschneider oder mit einem Bastelmesser problemlos. Wenn das Streichholz die richtige Länge hat, dann nehme ich mir einfach Holzleim und klebe mit dem Holzleim das Streichholz so in den Schlitz, dass dieser dann auch tatsächlich verschlossen ist. Außerdem benutze ich den Holzleim auch gleich noch,
um die Oberseite des Bs komplett damit einzustreichen. Ich habe den Holzleim ein wenig verdünnt, mit Wasser verdünnt, damit sich das leichter machen lässt. Dieser Kleber soll dazu dienen, Sand zu fixieren, den ich auf die Oberseite kleben möchte, um einen natürlichen Untergrund auf dem Bs zu simulieren. Ich habe hier also eine Kiste mit Sand verschiedener Körnung, den ich jetzt einfach auf das mit Leim bestrichene Bs schaufle. Dann drehe ich die Figur um und klopfe den losen Sand ab. Außerdem reinige ich auch noch den Rand des Bs, indem ich mit einem Zahnstocher vorsichtig rundherum gehe und dort möglicherweise noch festhaftende Sandkörner abstreife und ins Innere des Bs buxiere, wo sie ja hingehören. Den Rand mag ich am liebsten glatt. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann lasse ich den Leim in aller Ruhe durchtrocknen. Und wenn das passiert ist, dann benutze ich von Army Painter das Quickshade Strong Tone. Das ist ein dunkelbraunes Wash, mit dem man jetzt den Boden sehr gut einfärben und ihm damit eine richtige Erdtönung verleihen kann, denn bis jetzt ist der Sand für meinen Geschmack zu hell. Wenn das Quickshade getrocknet ist, dann nehme ich Codex Grey, um einzelne der größeren Steine, der größeren Sandkörner auf dem Bes damit zu bemalen. So erzeuge ich ein wenig farbliche Abwechslung auf dem Bes. Anschließend benutze ich Bone White, um das Bes damit trocken zu bürsten. Das heißt, ich nehme ein wenig von dieser Farbe auf einen alten Pinsel und streiche dann diesen Pinsel heftig auf einem Küchentuch so lange aus, bis kaum noch Farbe am Pinsel ist. Damit fahre ich dann locker über die Steine und den Sand auf dem Bes und hebe damit deren Ecken und Kanten und herausragende Stellen hervor. Der letzte Pinselstrich erfolgt nun noch mit Model Color German Grey, diesem sehr dunklen Grau von Vallejo. Damit bestreiche ich den Rand des Bes und verleihe ihm damit eine schöne, einheitlich dunkle Färbung. Der allerletzte Schritt besteht nun darin, dem Bes noch ein wenig Vegetation angedeihen zu lassen, das heißt ein wenig Pflanzenwuchs zu simulieren. Ich benutze dafür Army Painters Battlefields Wilderness Tufts. Das sind solche kleinen Grasbüschel auf einer Folie. Diese kann man mit Holzleim sehr leicht auf dem Bes fixieren. Das heißt, ich nehme mir einen alten Pinsel, ein wenig verdünnten Holzleim auf diesen Pinsel und anschließend suche ich mir eine Stelle, an der ich gern ein Grasbüschel hätte, setze dort einen Leimfleck hin und zupfe dann mit einer Pinzette ein geeignetes Grasbüschel von der Folie. Das kann ich nun auf den Leimfleck setzen und ein wenig anpressen und das wiederhole ich an all den Stellen, wo ich gern ein wenig Gras auf dem Bes hätte. Und nun ist er fertig. Hier sehen wir ihn in all seiner Pracht, den Leuchtkäfer der Zygnar mit seinen besonders beeindruckenden elektrischen Waffen. Thank you.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, schreibt Kommentare und empfehlt es weiter. Für heute wünsche ich euch einen guten Tag.